Hi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Get Even, hier an derselben Stelle, an der im letzten Part dieser Freak hier aus der Tür rausgesprungen ist und quasi uns direkt an den Hals gesprungen ist und uns getötet hat. Jetzt sind wir vorbereitet, die Waffe im Anschlag, und schauen mal, ob der schon wieder hier rausspringt. Ich wünsche euch jedenfalls spannende Unterhaltung in diesem Part und los geht's. This is senseless. You are close, Mr. Black. Just a little further. Meine Fresse, da muss man aber wirklich schnellstens reagieren. Das ist hier alles vorbei. Was ist mit der Musik los? Wieso dreht die wieder durch? Okay, wenn die Musik so laut wird, dann ermutigt mich das meistens ein bisschen schneller voranzugehen. So nach dem Motto, schnell der Musik entkommen. Kaum im Spiel und schon wieder geht's hier mächtig ab. Patient, ich weiß, wo du bist. Ich kann dich schmecken, riechen, sehen. Ja, dann zeig dich doch. Zeig dich doch. Okay, ich bin endlich bereit anzufangen. Es scheint stabil genug zu sein, obwohl Hope an meiner Fähigkeit zweifelt, die Bewertung zu überwachen. Egal, ich muss fortfahren, ich muss die Wahrheit herausfinden. Ich schließe ihn an. Ihn. Ein Schnupfen kriegst du. Und sonst gar nichts. Aber wir schauen noch mal kurz hier nach, wo es hier hingeht. Ob hier noch irgendwas ist? Uah. Das ist irgendwas. DNA found. One matching profile. Robert Ramsey. Da ist ganz in der Nähe. Dann wird er ganz in der Nähe sein hier. Robert Ramsey. Wie wir wissen, ist es ja Red, der uns die ganze Zeit durch den Monitor angeglotzt hat. Der Vater von Grace. Fuck, erschreckt mich noch nicht so. Okay, es geht weiter. Oh nein. Wait, who's you? You fucking bastard. Let me out of here now. This has gone on long enough. Calm down, Mr. Black. The glass is bulletproof, shatterproof and soundproof. Your words cannot reach me and your bullets cannot harm me. Now, move on. We are so very close to the truth. Schadet ja nicht, das mal zu überprüfen. Oh, shit. Oh Mann, okay. Greif mich bloß nicht an. All roads end here, Mr. Black. Time for answers. You know the protocol by now. Let us see exactly what secrets you are hiding. How many times do I have to tell you? I'm not hiding anything. We have a name. Howard. He's the enemy. If only it were that simple, Mr. Black. Oh,
hier jetzt rein. Tiefer Fall. Roger D. Howard verschwindet aus der Geschäftswelt. Vor 2 Jahren handelte es sich bei Roger D. Howards Rüstungsunternehmen Advanced Defense Strategy um eine der profitabelsten Aktien im FTSE 100. Im vergangenen Jahr erlebten Anleger dieser Aktie allerdings einen der größten Abstürze der neuen Geschichte, als der Konkurrent FDG die revolutionäre Corner Gun mit drehbarem Lauf veröffentlichte. ADS verlor einen Großteil seiner Wirtschaftsgüter, nachdem sich das Unternehmen gesund schrumpfen musste. Unter anderem verloren sie den Glock Tower, die kontrovers diskutierte und neueste Ergänzung zu Birminghams Skyline. Wir versuchten, Howard um einen Kommentar zu bitten, konnten ihn allerdings nicht ausfindig machen. Anscheinend wissen selbst ehemalige Kollegen nichts über seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Eine anonyme Quelle äußerte Sorgen, dass man in Bezug auf den Zusammenbruch von ADS nicht wissen könne, zu was Howard nun fähig sei. Er gehört weder zu der Sorte Menschen, die vergessen, noch zu der, die vergeben, sagt unsere Quelle. Unsere anonyme Quelle weigerte sich, weitere Fragen zu beantworten. Allerdings scheint es, dass die Rivalität zwischen ADS und FDG weit größere Ausmaße angenommen hatte, als wir bisher gedacht haben. Mit der Verkleinerung von ADS musste Roger Howard die meisten Wirtschaftsgüter verkaufen, unter anderem seine beiden größten Lagerhallen und die Zentrale von ADS, die der Konkurrent FDG erwarb. Allerdings behielt er eine kleine Halle auf der Small Lane in Solihull immer in seinem Besitz. Warum ist dieses Gebäude so wichtig für ihn? Könnte er sich dort versteckt haben? Also eine Halle hat er behalten, okay. Ich könnte mir denken, welches gewesen ist. Von RG Jest? Keine Ahnung, betreff, seien Sie da. Black, ich möchte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, den Sie sich anhören sollten. Wir müssen reden. Wie wäre es mit morgen? Die Koordinaten sind 5221118N. 1150061W. R. Howard. Eine Nachricht an uns selbst. Let's go. Howard's lost everything when you stole the corner gun from me. It would make sense he'd want revenge. The only question is, why would you have any memory of meeting him? The only memory I have of Roger Howard is the night I stole the corner gun. We'll see, Mr. Black. We'll see. Ja, wir sind nur da eingebrochen, haben die Kanone geklaut und sonst nichts. Okay, das Spiel gibt uns diese Waffe. Wir nehmen sie an. Gut, auf geht's. Auf geht's. This memory looks to be unstable. Disrupted as little as possible, Black. Don't go in all guns blazing. Also so wenig wie möglich schießen, okay. Hallo? Ein Zug. Kein Eingang. Wo sind wir? Da stehen zumindest schon mal Wachen. Okay, wir versuchen mal ohne. Ohne Gewalt anzuwenden, hier vorbeizukommen. Irgendwie. In die richtige Richtung. Da
Es scheint mir fast so, als ob das hier das Gelände wäre. Ja, ganz am Anfang vom ersten Part, oder? Das war da auch ein bisschen weitläufiger. Obwohl, nee, das sieht ein bisschen anders aus. Das ist das anders. Irgendwie sieht es anders aus. Hier scheint nichts mehr zu sein. Die Frage, ob außerhalb dieser Mauern hier überhaupt noch irgendwas ist, außer Wildnis, in der nichts zu finden ist, oder ob man hier noch irgendwas oder irgendwen entdecken kann. Wir werden mal nachschauen. Da steht auch wieder einer. Also, zum ersten Mal sind wir hier sehr, sehr weitläufig unterwegs. Nur ein kurzer Blick. Nein, hier geht's nicht weiter. Okay. Wir schleichen uns mal außen entlang. Hier scheint zumindest so etwas im Ansatz wie ein Weg zu sein. Schleichen uns hier vorbei. Da oben kommt einer runter, auf der anderen Seite. Hoffentlich sieht er uns nicht. Gehen wir hinter den Baum hier. Wieso kommt der ausgerechnet jetzt hier runter? Er streckt sich. Und reckt sich. Hinten ist auch wieder einer. Da sind einige Leute unterwegs. Okay, er sagte, wir sollen es nicht übertreiben. Wir übertreiben es nicht. Aber einer. Einen haben wir jetzt einfach mal eliminiert, um hier die Treppe hochzukommen. Aber er kommt schon wieder zurück da hinten. Okay, wir dürfen es nicht übertreiben. Was ist das alles hier? You're hiding something from me, Black. And I will find out what. I'm not hiding anything. You still take me for a fool. Look how many mercenaries there are, Black. A memory will only seek to protect itself in this manner if its owner doesn't want it to be examined. Was liegt denn da oben? Das ist nur Gemäuer. Was sollen wir denn verstecken? Was sollen wir denn verbergen? Und vor allen Dingen, wo geht's lang? Wir gehen außen rum. Wir looten die Grenzen der Umgebung einfach mal aus. Hier oben ist schon wieder ein Soldat. Wurden wir gesichtet? Das war knapp, das war auf jeden Fall knapp. Da ist einer. Ja, die scheinen aufmerksam zu sein. Wir nutzen mal hier diese andere. Genau hier diese Option. Oh, hier ist einiges los. Hier ist wirklich einiges los. Wie sollen wir nur hier vorbeikommen, ohne dass wir hier irgendeinen umnieten? Vielleicht mal hier runter. Chat.
folgen die uns. Scheint nicht so. Dann bewachen sie einfach ihren Wirkungsbereich. Gehen wir mal hier lang. Oder auch nicht. Was will uns das Spiel mit all den Soldaten sagen? Wie sollen wir hier vorbeikommen? Vor allen Dingen wohin? Diese Seite hier hinten? Innerhalb des Gemäuers waren wir noch nicht? Oder hier? Also hier war es ein bisschen zu voll. Wir gehen mal hier lang. Zweite Möglichkeit. Liegt da irgendwas? Da liegt was. Das Spiel zeigt uns 3 Punkte an. Gott sei Dank speichert das Spiel. Was ist das denn hier? Das Gelände. Ja, wisst ihr was? Das tut mir leid, aber wenn ihr alle ballert, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr. Ich kann mich nicht hier noch länger lang schleichen. Lass uns halt drauf ankommen. Vor allem sehe ich gerade nicht, wer uns überhaupt beschießt gerade. So, hier ist Ende. Dann schauen wir uns nochmal die inneren Mauern hier an. Solios Anzeiger. ADS erwirbt 4 Lagerhallen, von denen sich eine in unserer kleinen Stadt Solihull befindet. Großbritanniens führendes Rüstungsunternehmen Advanced Defense Strategy. ADS wächst schnell. Nach dem Kauf eines der eindrucksvollsten Gebäude Birminghams erwarb ADS jetzt 4 Lagerhallen in den West Midlands. Der CEO von ADS, Roger Howard, verkündete, dass er ADS in das größte und erfolgreichste Unternehmen Europas verwandeln wolle und er dieses Ziel mit einer raschen Expansion am schnellsten erreichen könne. Okay, zumindest haben wir diesen Hinweis nochmal gefunden. Und die Wachen sind weg. Plötzlich ist hier gar keiner mehr. Wo sind die alle hin? Hat sich das vielleicht gerade ein bisschen, die Erinnerung ein bisschen geklärt, weil wir den Hinweis gefunden haben? Wäre möglich. Okay, also hier war nichts. Wir gehen also weiter in den Bereich. Jetzt wackelt gerade... Substance recognized. Polytetrafluoroethylene sniper rifle cleaner. So tired of this shit. Me too, mate.
2 months since we last got paid. This is bollocks. Okay. So, hier geht's in ins Waffenlager. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das Ganze nochmal von vorne. Wir versuchen ohne oder mit relativ wenig Kills hier durchzukommen. Hier unten ist allerdings sehr, sehr voll. Deswegen gehen wir mal hier oben den Weg. Und versuchen hier vielleicht mit einem Kill, vielleicht zwei, weiterzukommen in dem Gebiet. Gute Nacht. So, ich bin schon mal eben weiter gewesen. Oben, unten an einer verschlossenen Tür. Die versperrt gewesen ist. Und die Leute sind hier extremst aufmerksam. Wir sehen einen sofort. Dieser Typ da zum Beispiel. Und ich frage mich, wo es lang gehen soll. Also diese Tür, da konnte man nicht rein. Vielleicht, also hier war ich schon mal. Vielleicht immer die andere Tür. Oben spaziert, glaube ich, noch einer. Wir müssen den richtigen Weg finden. Was ist denn hiermit? Da ist ein Tor auf. Sehr gut. Sehr gut. Dann sind wir hoffentlich hier richtig. Ah, da hinten brennt was. Also, das zeigt uns eigentlich schon an, dass wir so falsch nicht sein können. Gehen wir mal hier weiter. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Hab ich die geringste Ahnung, wo wir sind. Ich weiß nur, wir sollten uns nicht erwischen lassen. Und so wenig wie möglich umlegen. Vielleicht können wir noch ein, zwei. Das Spiel speichert sehr gut. Ein, zwei können wir vielleicht noch, aber mehr auf keinen Fall, denn dann wird die Erinnerung verblassen. Und genau hier geht's dann im nächsten Part weiter. Ich bin gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Das Spiel wird plötzlich weitläufig. Im Hintergrund ein Gebäude. Ich denke, das sollten wir im nächsten Part mal anpeilen. Und schauen wir mal, ob wir dann hier mit möglichst wenig Kills auch dorthin gelangen. Im Moment sehe ich relativ wenig Wachen. Mal sehen, was da noch kommt. Ich hoffe, du bist dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es bleibt spannend. Ich freue mich. Bis dahin und ciao.